Hallihallo meine Lieben, ich erkläre euch heute was und zeige euch heute ein bisschen die Landesberufsschule La Nadaia. Wir zeigen euch ein bisschen die Zimmer, die Klassen, die Verkaufsräume. Es wird hin und wieder dann dazwischen noch Interviews geben, auch von der Frau Direktorin Schleicher. Und kommt mal mit. Ja, mit wem bin ich da heute? Ja, mein Name ist Ulrike Schleicher. Ich bin seit vielen Jahren die Direktorin an unserer Berufsschule. Unsere Berufsschule ist eine kleine, feine Berufsschule für den Lehrberuf Einzelhandel. Wir haben die Schwerpunkte Lebensmittel, Feinkostfachberatung, Gartencenter und allgemeiner Einzelhandel eingeschult. Pro 10 Wochen sind bei uns um die 130 Schüler eingeschult. Und diese Schüler kommen aus ganz Niederösterreich und sogar Wien und sind dadurch auch im angeschlossenen Schülerwohnhaus untergebracht. Das heißt, sie sind in den 10 Wochen auch bei uns, also wohnen auch bei uns. Na, dann Dankeschön für Ihre Zeit. Bitte gerne. Hallo, ich bin hier mit. Schau mal, hallo. Was machst du beruflich so? Ich arbeite beim Spar. Wie findest du die Lehre bei Spar? Sehr interessant und bietet viele weitere Bildungsmöglichkeiten. Wie findest du die Berufsschule hier in La? Naja, ich finde, es kommen viele Schüler von verschiedenen Zweigen hierher und trotzdem versteht man sich gut und die Atmosphäre ist nicht angespannt oder so. Also ziemlich abwechslungsreich. Ja. Gut, danke schön. Gerne, tschüss. Hallo, ich bin die Beate Wurzinger aus dem Hof Misselbach, Abteilung Gartencenter und bin gerade im dritten Lehrjahr. Was sind deine täglichen Tätigkeiten? Also meine täglichen Aufgaben sind zum Beispiel Reparatur machen, Pflanzen betreuen und Kunden beraten. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich sehe mich in 5 Jahren, dass ich mich auf Motoristik spezialisiert habe und noch mehr in mein Team, in mein SES reingewachsen bin. Danke für deine Zeit. Dankeschön, gerne. Also wir kommen gerade von der Schule Richtung Internat. Ich habe keine Zeit. Rechts ist unsere Klasse. Hier rechts sehen Sie den Getränkeautomaten. Weiter gibt es einen Kaffeeautomaten und einen Wasserspender. Weiter geht es dann zu den Zimmern. Hallihallo meine Lieben. Ich zeige euch heute eine kleine Roomtour von den 6er Zimmern. Wenn man hier reingeht, ist das Badezimmer. 2 Waschbecken, Klo ist links, Dusche rechts. So, wenn wir weitergehen, haben wir die Kästen. Jeder hat einen eigenen Kasten, den man zusperren kann. So, jetzt gehen wir da wieder weiter. So, das sind die ganzen Betten, der Lerntisch für die Lernstunde um 20 Uhr. So, wenn wir weitergehen, haben wir dann auch noch einen Kühlschrank. Und pro Zimmer dürfen wir einen Wasserkocher immer haben. Also, ich habe euch erstens die 6er Zimmer gezeigt, jetzt zeige ich euch die 4er Zimmer. Da bei dem Flur sind die Kästen, so wie im 6er Zimmer. Wenn wir da einmal reinschwenken, ist das Klo, Badezimmer. Und wenn wir dann da weiterkommen, sind die Stockbetten. Und da sind dann die Lerntische für die Lernstunde. Genau, das war ein kleiner Einblick in die Landesberufsschule La Nadaia. Ich hoffe, es war sehr lehrreich und hat euch gefallen und ihr könnt euch jetzt was darunter vorstellen. Dankeschön! Hallo, ich bin der Trottel, der mit dem AirPod redet. Ich mach schon. Wenn wir da weitergehen, sehen wir da einen Menschen liegen.